Hallo! Ich habe mir heute ein Special überlegt. Okay. Und zwar machen wir eine Zeitreise zurück zum 19. August 2017. Weil da ist dieser Zeitungsartikel bei uns in der regionalen Zeitung gewesen. Ja, und den lese ich euch heute vor und reagiere darauf. Wisst ihr, wie ich meine? Nee. Leider gibt es ja nur in digitaler Form. Eigentlich wollte ich das so richtig nostalgisch. Ihr wisst, was ich meine? Definitiv nein. Mit dem originalen Zeitungspapier. Meine Oma hat seit ich ein kleines Kind mit allen Zeitungsartikeln immer ausgeschnitten und aufgehoben. Und da wollte ich die gerade holen, aber irgendwie hat sie den Ordner verschlampert. Da höre ich richtig mi raus. Also, starten wir. Ehrlich, zielbewusst und äußerst musikalisch. Das hier war übrigens das Foto von dem Zeitungsartikel. Schon allein, wenn ich die Friese sehe. Micha von der Rampe hat auch kürzlich beim Göcklesmeyer Zelt beim Heilbronner Volksfest aufgedreht. Dem Publikum gefiel's. Nächste Woche steht er auf der Bühne von Mallorca. Ich sag's euch, das war mein zweiter Auftritt. Ich bin damals hingegangen, hab gefragt, ob ich da auftreten darf. Hab natürlich keine Gage bekommen. Vielleicht ein Bier? Ich glaube, es war nicht mal ein Bier, ich glaube, es war nur ein Wasser. Und ja, dem Publikum gefiel's teilweise. Also, leg mal los. I-Bims immer blau und immer voll. Wenn Micha Kieble ein Bierzelt in seine blaue Tuba pustet und solche Texte singt, dann ist das Zielpublikum klar. Deutsche Sprache schwer, lautet eine Textzeile in seinem aktuellen Video auf YouTube. Schwer wird deutsches Vokabular, wenn es entweder vernachlässigt wird oder eingetrübt durch Substanzen aus der Digga, was? Braustube nicht mehr ganz flüssig über die Lippen geht. Digga. Was? Dabei sind ja 20-Jährige, also ich bin jetzt 26, also war das ja schon vor 6 Jahren. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hä? Da muss ich 21 gewesen sein. Dabei sind ja 20-Jährige Brackenheimer keineswegs von irgendwelchen Trunkenboldern, sondern von einem immer vollen Müllsack. Hintersinnig sind die Zeilen, ins Ohr geht der Braustuben-Sound. Ich sag euch eins, I-Bims immer blau und immer voll ist für mich die schlimmste Nummer. Ist die einzige Nummer, wo ich so im Nachgang denke, boah, die hätte irgendwie nicht sein müssen, aber sie gehört dazu, deshalb Es ist ein gewaltiger Spagat, aber auch ein Mordspaß, dem sich der junge Bankkaufmann in den nächsten Monaten aussetzen wird. Ja, ich war mal Bankkaufmann. Überlegt und ehrgeizig packt er das Ziel an. Auf Mallorca will er sich einen Namen machen, durchstarten, danach bundesweit bekannt werden. Ab 2019 von der Kunstfigur Micha von der Rampe leben. Also, Mallorca hat geklappt, bundesweit bekannt. Keine Ahnung, ich glaube, bundesweit ist noch übertrieben, aber man kennt mich halt schon vielleicht ein bisschen. Ab 2019 von der Kunstfigur leben, das habe ich nicht geschafft. Das war erst 2021 der Fall. Wer oder was ist dieser junge Mann? Ein Träumer? Ein bisschen durchgeknallt? Nichts von dem. Boah, ich glaube, ich bin doch... Doch, ich bin glaube schon ein bisschen Träumer. Aber was, wie geht's weiter? Micha Kieble ist forsch, schlau, zielstrebig. Ich bin sehr gut organisiert, sehr strukturiert, sagt er von sich selbst, ohne überheblich zu wirken. Also strukturiert bin ich schon, aber manchmal habe ich ein kleines Chaos so beim Aufräumen und so, aber so von der Arbeitsweise bin ich schon eher strukturiert. Schon in der zweiten Grundschulklasse hat er Klarinette gespielt. In Stufe 7 kam die Tuba dazu. Nach dem Abschluss an der Hölderlin-Realschule in Laufen hat er eine Lehre als Bankkaufmann absolviert. Nebenbei das Fachabi gemacht. An der Abendschule, Digga. Ich bin immer von 17 bis 21.30 Uhr oder was an die Schule gegangen. Für nichts. Läuft bei dir, Junge. Die VBU, mein ehemaliger Arbeitgeber, schätzt seine Fähigkeiten. In Brackenheim ist er seit Juli 2016 Ansprechpartner für privaten Firmenkunden im elektronischen Zahlungsverkehr. Ja, das war ich. Beim Verbandsjugendorchester des Blasmusikverbandes Heilbronn, einem Auswahlensemble, spielt er Tuba. Die Truppe hat ihn einen der jüngsten zum Orchestersprecher gewählt. Mit 20 führt er bereits bei zwei Jugendorchestern den Taktstock. Jetzt hat er den Dirigentenschein gemacht, der ihn befähigt, Erwachsenenorchester zu leiten. Mache ich heute noch. Ich dirigiere noch ein aktives Orchester und ein Jugendorchester. Und dennoch favorisiert er die Karriere als Partysänger. Den Ausschlag hat jetzt im April ein bundesweiter Contest gegeben. Mit seinem Lied Lasst uns einheben ist er durchmarschiert, schaffte es mit 20 anderen als Finalist zum Contest auf Mallorca. Bah! Okay, kleine Storytime. Und zwar, das war eigentlich der erste Auftritt. Ich habe damals meinen ersten Song Lass uns einheben rausgebracht. Dann gab es das so Newcomer Contest. Und da konnte man teilnehmen. Und wenn man da halt
weitergekommen ist, aber da muss man eigentlich gar nichts können. Dann durfte man nach Mallorca, Klammer auf eigene Kosten, auf eigene Rechnung, Klammer zu, und durfte im Megapark 3 Minuten einmal seinen Song singen. Ja. Dort musst du sofort 100% Vollgas geben, sonst überlebst du keine 2 Minuten. Ein Haifischbecken. Mallorca hat das dankbarste, aber auch das ehrlichste Publikum. Das stimmt. Die Begeisterung auf seinen Beitrag habe ihn in der Entscheidung bestärkt, weiterzumachen. Perücke, Sonnenbrille und die blaue Tuba, das sind sein Markenzeichen. Auf der Bühne bin ich jetzt die Rampensau. Keine Sonnenbrille mehr und keine Perücke. Also so sah das aus, als ich damals so eine Perücke auf hatte. Ich bin so froh, dass ich die abgelegt habe. Jetzt promotet er seinen zweiten Song. Tritt nächste Woche wieder in Malle auf. Klappt alles, wird er im Herbst Oktoberfeste abgrasen. Ende August steht ein Drehtag bei RTL an. Absprachen, Filmaufnahmen für das YouTube-Video, Pressetermine wie kürzlich mit Heilbronners Stimme, Chefredakteur Uwe Herr bei Volksfest TV. Die Arbeit am Webauftritt und das Feilen am nächsten Song, das ist kaum zu packen. Hä? Gible schafft das. Jeden Morgen steht er um 5.30 Uhr auf, joggt, verschafft sich einen freien Kopf. Inzwischen ist er 5.30 Uhr, 36 geworden. Bei meinem jetzigen Ziel denke ich und handle ich wie ein 30-Jähriger. Oh, Micha, da warst du aber schon erwachsen, du. Ich brenne für die Sache. Man kauft das dem Strategen ohne Zögern ab. Oh, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt noch abkaufen würde. Sorge, dass er scheitern könnte, hat er überhaupt nicht. Ich kann das, ich schaff das. Das mag jetzt ein bisschen eingebildet klingen, aber ich hatte schon immer die Vision, dass ich das mache, dass ich das durchziehe. Ja, damals haben viele über mich gelacht. Zu Recht aber auch, weil wenn ich mir Videos anschaue von damals, da würde ich auch über mich lachen. Das ist mein Plan A bis Z. Und falls es doch schief geht, erst bei der dritten Nachfrage denkt er auch in diese Richtung. Ich werde das eine forcieren, ohne das andere zu vernachlässigen. Andere gehen nach dem Abi ein Jahr ins Ausland. Ich probiere das aus. Selbst bei einem Scheitern, das freilich überhaupt nicht in Frage kommt, könne ich studieren, ohne die Zeit zu vergeuden oder weiterhin Bankkunden betreuen. Ich bin so froh, ehrlich gesagt, dass mein Plan halt irgendwie aufgegangen ist. Ja, ja krass, Alter. Das war mein allererster Zeitungsartikel, so der erste große. Das war für mich echt noch so was Besonderes. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich find's gerade irgendwie witzig. Egal, was ihr machen wollt, glaubt an euch, glaubt an eure Träume, zieht's einfach irgendwie durch. Was sagt ihr zu dem Artikel? Haut's gerne mal in die Kommentare. In diesem Sinne, ich sag Dankeschön fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder hier. In diesem Sinne, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Liebe Grüße, Micha von der Rampe.